Hallo und willkommen zurück zu Varioland. Wir haben beim letzten Mal ja einen ganzen Strang hier fertig gemacht und alles an Backtracking erledigt. Und ja, leider war zwischendurch mal der Spielstand irgendwie flöten gegangen. Irgendwie war zwischendurch mal der Strom plötzlich weg. Und dementsprechend hat er nicht abgespeichert. Ja, und ja, ich habe wieder bis zu der Stelle gespielt gehabt, weil hat es nicht so lange gedauert. Man muss ja was zu tun ist. Und hier müssen wir als nächstes hin, denn da ist eine zweite Route. Ja, für den Anker. Da wissen wir ja, dass dort zwei Ausgänge waren. Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Okay, da braucht man noch mal den Petty Vario. Den holen wir uns hier nochmal. Ich versuche natürlich möglichst viele Münzen trotz allem wieder mitzunehmen. Die wollen Vario mästen. Sehr schön. Da haben wir doch schon da ordentlich was an Münzen. Bin mir gar nicht sicher, war links optional oder war hier optional? Ah, okay. Das war gerade übrigens wieder eine 100er Münze, das Geräusch. Hey! Ich wollte eigentlich einen geduckten Sprung machen, stattdessen habe ich da eine Stampfattacke gemacht. Hey! Verdammt! Das habe ich natürlich gerade nicht mehr bekommen, weil der nicht richtig springen wollte. Was soll's. Okay, habe ich so gerade noch bekommen. Ernsthaft? Manchmal frage ich mich echt, wie irgendwie sein kann, dass ich noch getroffen werde, aber okay. Na gut, was soll's. Wir haben schon mal die 200 Münzen zusammen. Ach so, ja, stimmt. Dann müssen wir ja etwas guter sein, um die zu überrennen. Mal etwas verstampfen. Wenn man später was braucht, dann kann man ja immer noch was dran ändern. Da bräuchte ich erst gleich jemanden. Ich glaube tatsächlich, das war optional hier. Gegner, lass mal Gegner sein. Ja,
Okay. Ich kann mich leider auch nicht mehr komplett an die Welt erinnern, dementsprechend wundert euch nicht, wenn ich hier und da mal etwas suchen muss. Zum Kaputtwerfen mit Gegnern oder war das was anderes? Ich bin mir nämlich gar nicht sicher. Okay, das war was anderes. Nein! Mist. Habe ich ihn geschrotet? Das wollte ich nicht. Ich erinnere mich, das war eine Tortur auch schon am Anfang. Auch Wario, der ist doch nicht immer so weit. Meine Güte. Okay, das Schätzchen haben wir. Egal, ich weiß nicht mehr, wie wir an die Mütze angekommen sind. Und mir ist ehrlich gesagt mittlerweile auch egal, weil wir brauchen zwar auch noch Münzen, aber in erster Linie wollen wir natürlich jetzt den Geheimgang finden. Alternativen Ausgang. Müssen wir uns etwa hier selber eine Treppe bauen? Kann das sein? Das kann durchaus möglich sein. Schon. Okay, ich probiere da mal was.
Heißt aber, dass wir einfach durchrushen. Hier waren ja auch wieder nur Münzen. Egal. Okay, das funktioniert so nicht. Die Welt an sich sind kurz, aber upsala. Der Geheimgang scheint ein bisschen schwer zu finden zu sein. Zumindest gerade noch keine Idee so richtig. Hier nur mehr Münzen. Autsch. Okay, da waren wir tatsächlich schon. Hm?
dem Raum waren ja nur Münzen. Ach, Moment. Ich würde da oben rechts nochmal genauer gucken. Mann. Immer der gleiche mit denen hier. Och, Wario. Plan ist gerade einfach mal die Wände auszutesten. Denn ich habe gerade keine Idee, was wir da noch machen könnten. Auf der anderen Seite vielleicht? So nach dem Motto, wir fahren weiter und weiter und weiter und dann kommen wir in einer anderen Welt an. Wäre zumindest so eine Idee. Hmm.
ich jetzt ein bisschen überfragt. Also hier haben wir ja so weit geguckt. Könnte ein Geheimgang sein. Glaub ich mir Kuchen zu bewerfen. Hier tatsächlich am Geheimausgang oder wo sind wir hier? Wo immer wir sein mögen. Hier waren wir jedenfalls noch nicht. Dass das ein Secret Ausgang ist, ob hier nur jemand müssen drin. Weil es die einzige Idee, ich hatte einfach mal sämtliche Wände mal mit, irgendwie mit einem Gegner bewerfen. Weil gegen die Rand bin ich ja überall. Okay, ich glaube, das war der Geheimaufgang, auch wenn er ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend war. Okay, also statt dass wir jetzt dafür gesorgt haben, dass das Schiff hält mit dem Anker, haben wir es einfach versenkt. Naja, es hält jetzt auf jeden Fall auch. Ja. Wahrscheinlich nicht so, wie man jetzt geplant hat, aber egal. Ich würde sagen, da das jetzt ziemlich lange gedauert hat, gucke ich mal, wie die Zeit aussieht. Ja, reicht.
dann machen wir an dieser Stelle erstmal einen Cut und beim nächsten Mal sehen wir dann auch mal eine neue Welt. Heute haben wir ja nun mal einen geheimen Ausgang gesehen, was ja auch schon mal etwas Neues war. Bis dann. Tschüss.